Mondknoten. Mondknoten spielen in der Astrologie eine besondere Rolle. Mondknoten sind aber zunächst astronomische Phänomene. Mondknoten sind Schnittpunkte der Umlaufbahn des Mondes mit der Umlaufbahn der Sonne, die um 5,9 Grad voneinander abweichen. Die Schnittpunkte der Mondknoten, es gibt den aufsteigenden Mondknoten, den absteigenden Mondknoten, die liegen im Tierkreis gegenüber. Wenn Sonne und Mond zusammen an einem dieser Knoten stehen, dann gibt es die Sonnenfinsternis. Und stehen sie gleichzeitig an den gegenüberliegenden Punkten, dann gibt es eben die Mondfinsternis. Eine weitere Bezeichnung von Mondknoten sind auch Drachenköpfe. Die Mondknoten spielen eine besondere Rolle in der Karma-Astrologie. In der indischen Astrologie, Jyotisha, spielen die Mondknoten eine besondere Rolle. Da heißen die beiden Mondknoten Rahu und Ketu und diese werden auch als Planeten, als Himmelskörper angesehen, aber als feinstoffliche Himmelskörper. Es gibt auch verschiedene Mythen um Rahu und Ketu und die Position der Mondknoten spielen gerade im Jyotisha, in der indischen Astrologie, eine besondere Rolle.